So, einen wunderschönen guten Tag. Jetzt seht ihr Horrorszenario. Es ist ein paar Tage vor Silvester. Heute ist der 29. Ihr seht, es knallt ab und zu. Wir hatten jetzt Tag davor noch eine Treibjagd direkt vor der Tür. Und ja, das Knallen macht ihn komplett verrückt. Er ist gar nicht mehr steuerbar, gar nicht. Ich kriege ihn überhaupt nicht zur Ruhe. Er ist nur noch aufgedreht und unruhig. Ne, selbst wenn ich ihn zurückziehe, ne, weiß er überhaupt nicht, was los ist. Ich kann daran zerren, an ihm rumzerren. Ich gehe auch nur mit ihm jetzt eine große Runde, wo ich euch mitnehme. Einfach, weil ich möchte, dass er sich mal ein bisschen austobt und ja, sich im Prinzip, ja, ich kann ihn nicht mal kurz halten. Also ich muss richtig, wie ihr seht, Druck und Kraft aufwenden, dass er überhaupt bei mir bleibt. Er hat gerade nur noch keine Ahnung, was im Kopf, Angst zu schnüffeln, dass ihn das beruhigt oder was, dass er markieren kann. Ich lasse ihn auch gerade sehr, sehr viel machen. Wir hatten auch bei uns hier Hochwasser, das war hier alles landunter. Das ging hier hoch teilweise bis zur Straße, ganzen Felder. Das war echt krass. Und ja, da piss dich doch aus, du Idiot. Oh. Hierher. Ja, ihr seht's, er schüttelt sich nur noch. Er ist nur noch gestresst. Sitz, ne? So ist fein. Ja, ich versuche trotzdem irgendwie ein bisschen, okay, mit Leckerlis, dass er mal ein bisschen zur Ruhe kommt. Okay, dass er sich mal ein bisschen auf mich konzentriert. Ja, Luki. Okay. Ja, nicht mein Finger. So ist fein. Na komm. So, ich lasse ihn auch sehr viel jetzt an der langen Leine, dass er halt ein bisschen Frust abbauen kann. Ihr seht, er hat gerade so viel Frust in sich und das muss er halt abbauen. Und ich lasse es mehr oder weniger gerade auch zu. Ne? Ich weiß nicht, wo er jetzt hinrennen will. Er will, glaube ich, sich auspowern, dass er das halt abends. Ey! Ihr seht, das ist der Hammer. Nur noch. Ne? Wir sind gerade erst los. Er kommt überhaupt nicht zur Ruhe, weil irgendwo da hinten, ja, in der Stadt hinten, da sind, ja, ich sag mal 5, 6 Kilometer Luftlinie bis zur Altstadt. Und da knallt schon. Ne? Da sind die ganzen Verrückten, die ihr ganzes Geld für Böller ja, ausgeben müssen. Da sage ich mir aber auch, du, ich habe auch als Jugendlicher geknallt, alles gut, ich habe es halt nicht verstanden. Ich muss aber auch sagen, mittlerweile bin ich an dem Punkt angekommen. Ja, Entschuldigung für meine Rotznase und für meine Stimme. Ich bin immer noch übelst erkältet. Ich hatte erst Corona, dann war gefühlt eine Woche. Seht ihr das? Er ist so krass nervös, dass er selbst das Markieren nicht richtig macht. Ne? Mal mit einem Bein, mal mit dem anderen Bein. Dann will er beim Markieren loslaufen. Er muss eigentlich übel strullern. Ich war das letzte Mal raus. Ihr müsst jetzt wissen, es ist ungefähr 14 Uhr und um 10 Uhr war ich mit ihm draußen. Seitdem war er halt nicht auf Klo. Ne, damit er sich halt nicht daran gewöhnt, dass ich jede 2 Stunden mit ihm rausgehe, weil irgendwann ne, kommt wieder die Normalität. Ja, und dann bleibt er mal 5, 6 Stunden alleine, wenn man arbeiten muss. So, ich hätte Taschentücher mitnehmen sollen mit meiner Rotznase. Habe ich aber bei der Aufregung selber vergessen. Ja, jetzt will mein Mikrofon abhauen hier. Was soll das denn? Ach Gott. Also gerade ist wieder sehr, sehr viel Überforderung mit dem Hund.
Er säuft nur noch aus Pfützen. Er trinkt zu Hause nichts mehr. Auch im Garten nichts mehr. Also das heißt, er kriegt mit seiner Nahrung, immer habe ich ja erzählt, Wasser. Entschuldigung für die Geräusche. Ist mir sehr, sehr unangenehm. Aber das kommt gerade alles so raus. Das ist so widerlich. Aber ja, ich bin froh, dass ich irgendwie Content für euch bieten kann, weil ich es auch selber gerade brauche. Ihr seid so die Hobbypsychologen für mich. Da brauchst du dich nicht zu schütteln, benimm dich einfach. Sitz! Kurz mal hier. So. Ich hoffe, das hält jetzt. Es ist die ganzen Tage, so zur Weihnachtszeit und so, waren so gut mit ihm. Ich hab, ja, ihr habt ja auch das Video gesehen, es wird immer besser. Aber mittlerweile, gerade geht es überhaupt nichts. Geht gerade überhaupt nicht, ne? Ey, Fuß. So, jetzt muss ich ein bisschen, und ihr seht's, ne? Das ist egal gerade, was ich sage. Er ist so aufgeregt, so, ich habe ihn zu Hause ja, nicht bändigen können. Das ging zu Hause schon los, er ist die ganze Nacht nur am Jammern, kaum am Schlafen. Das heißt, Impulskontrolle ist schon komplett leer. Bevor wir schon losgegangen sind, war die Impulskontrolle komplett leer. Ne, hierher, Fuß. Ihr seht es, er ist nur noch am Schütteln. Er ist nur noch am Stressabbau, ja, Fuß. Er hört auf keinen Befehl, ne, ab und zu mal Sitz. Aber ihr seht, er rennt sofort vor, ne, er will sich austoben, irgendwie den Stress abbauen, ja. Aber wenn ich ihn jetzt zu viel freilasse, dann steht er mir irgendwann nur noch da. Ey! Sitz! So, jetzt müssen wir Ruhe reinkriegen, weil das geht so nicht. Ja, jetzt muss ich halt stehen bleiben. Einatmen, ausatmen. Und wie gesagt, zur Zeit kann ich auch ja, wegen meiner Depression nicht viel machen, weil ich einfach eine Erkältung habe oder Corona hatte und somit auch natürlich die Psychologengespräche wegfallen. Man kann ja nicht krank dahin gehen und andere infizieren. Ne? Das ist für mich unter aller Sau, nur weil ich Gesprächsbedarf habe. Und hier kann ich ja euch nicht infizieren. Außer der Dr. Sali schießt mich tot, der eine Anzeige aufgegeben hat, weil ich Corona habe und den Hund habe. Sitz, ne? Wegen Seuchenschutz. Ja, Troller habe ich mittlerweile auch auf dem Channel, die mich versuchen zu trollen, zu beleidigen. Persönliche Beleidigungen sind auch schon gefallen. Also Sachen unter aller Sau. Ne? Aber ich werde denen nicht so viel Fläche geben. Ne? Deswegen habt auch ihr einen schönen Jahresabschluss. Ja, ihr seht das alles im neuen Jahr. Ne? Bei euch ist das, weiß ich nicht, ich glaube, das letzte Video war am 6. Und das wird wahrscheinlich 3 oder 4 Tage später kommen. 9., 12., 10., irgendwie so dazwischen. Ne? Ich hoffe, ihr seid gut übers Jahr herum. Für mich ist das Jahr noch nicht vorbei, 2023. Das ist noch sehr, sehr schwierig, wie ihr seht. Er geht auch voll in den Anker rein. Er weiß gar nicht, mit sich anzufangen, weil es halt die ganze Zeit laut ist. Das Problem ist, dass ich gar nicht so viel höre, weil meine Ohren dicht sind, weil ich so viel Schnodder habe, dass es meine Ohren komplett belegt hat. Und, ey, sag mal! Seht ihr das? Oder habt ihr gehört, ne? Er ist nur noch am Schütteln, das ist gerade, boah. Also mich kostet das gerade viel Kraft, ruhig zu bleiben, nicht anfangen zu schreien, zu brüllen. Aus!
Es knallt die ganze Zeit. Ne? Es ist die ganze Zeit am Knallen, am Bofen. Am liebsten würde ich ihn kurz führen. Ja, das Problem ist, durch dieses Kurzführen schaffe ich es nicht, ihn komplett auszulasten. Ich würde ihn jetzt gerne viel länger laufen lassen. Ja, aber da kommt die nächste Scheiße. Ja, zurzeit haben wir mit den Hunden hier in der Umgebung keine großen Möglichkeiten, uns auszuweichen, weil die ganze Scheiße hier überschwemmt ist. Wir haben hier Hochwasser überall. Ja, im Umkreis von, glaube ich, 60 Kilometern betrifft es fast alle Dörfer. Wir haben hier das Glück, dass es wieder zurückgegangen ist, weil wir relativ hoch sind. Dadurch ja, sind natürlich auch außerhalb alle, ja, hier sehe ich plötzlich Hunde, die ich in meinem Leben noch nicht gesehen habe. Und alle laufen frei rum. Ja. Luki, es reicht. Sitz. Ja, ihr seht das. Er kommt überhaupt nicht zur Ruhe. Er ist komplett wild. Ja, er kommt gar nicht zur Ruhe. Sitz. Ja, da kann ich Leckerlis geben, wie ich will. Ich mache das Ganze nicht besser, sondern eher im Gegenteil, drehen noch mehr auf. Ja, ihr seht das. Ja, er hat gerade einen Hund wieder. Und dieses Geknalle, das geht mir so auf den Sack. Ich hasse es einfach. Und das Problem ist, dass jetzt alle mit ihren Hunden über, ja, ich sag mal, unsere Wege hier laufen, kommen natürlich jetzt viel, viel mehr Gerüche. Die kommen natürlich schön aus den anderen Dörfern hergefahren, weil hier das Wasser weg ist, um mit ihren Dackeln zu spazieren. Ein Problem ist, mein Hund muss natürlich drunter leiden. Ja. Für die ist es vielleicht toll, dass sie woanders mal spazieren gehen können. Ich habe die Möglichkeit jetzt nicht, weil die außerhalb gelegenen Dörfer halt alle überschwemmt sind. Und natürlich kommen jetzt alle hierher, die urinieren hier, lassen natürlich noch mehr Duftmarken. Und mit dem Silvester, mit der Böllerei, ist es halt noch schlimmer alles. Es ist nur noch laut. Ich weiß nicht, was ich zu Silvester mit ihm machen muss oder machen soll. Ich bin ja kurz davor, um überlegen, ob ich dann heute noch zum Tierarzt fahre und ihm was hole, falls es gar nicht geht. Ich will ihn natürlich nicht sedieren oder ihm irgendwas Hartes geben, weil das ist für seine Gesundheit halt nicht gut. Das wäre jetzt nur eine Überlegung, ne? Dass man ihn halt im Prinzip betäubt und nicht betäuben, sondern ihr wisst das. Ne? Da gibt es so ein gelbes Zeug, wo man halt den Hund relativ gut zur Ruhe kriegt. Das machen die auch gerne kurz vor der Kastration und auch danach. Ja, das hatten wir schon alles und das wirkt halt sehr gut. Der Hund ist dann einfach nur müde und schläft viel und muss halt dementsprechend viel Pipi, aber das geht alles, ne? So, ich habe zu Hause so biologisches Material, womit ich ihn ein bisschen ablenken kann, ne? Womit ich ihm was zu kauen geben kann, dann Beruhigungsmittel auf natürlicher Art und Weise, ja. Aber ob das alles hilft, ist halt so eine Sache, ne? So, Hundebegegnung, wir müssen jetzt kurz warten. Ja. So. Ey, aus! Sitz. Ja, so reagiert er eigentlich überhaupt nicht. Der bellt eigentlich nicht, aber er ist so gestresst. Sitz. Oh, mich kostet das gerade so viel Kraft,
ruhig zu bleiben und nicht anfangen. Es geht mir gerade richtig auf den Sack. Und angefangen hat nicht er. Sitz. Und lass es. So ist fein. Sitz. Nein. Nein. Jetzt. Fuß. Fuß. Ja, das geht gerade überhaupt nicht. Ne? Deswegen, ich komme gar nicht weit. Weil wo soll ich denn hin? So, das Problem ist, gehe ich noch weiter in die Stadt, also Richtung Stadt, ja, knallt es noch mehr. Das heißt, es wird noch unruhiger. Und er reißt sich gerade los, ja, und macht gerade, was er will. Man kriegt ihn überhaupt nicht zur Ruhe. Das ist, ich hasse Silvester. Was das angeht, muss ich euch sagen, hasse ich Silvester wie die Pest. Ey, aus jetzt, sitz. Jetzt muss ich mich wieder beruhigen. 21, 22, 23, weil meine Hand tut mittlerweile seit Tagen weh durch dieses Gezerre. Sitz. So langsam reicht's. Aber das Problem ist, ich bin gerade übelst wütend, ne? Weil es halt gar nicht funktioniert. Er kann da nichts für. Ne? Das ist ja das Schlimme. Er kann ja nichts für. Das sind alles die Leute, die rumknallen. Ne? So, aber jetzt muss ich mir irgendwie eine Ecke suchen, wo ich mal ein bisschen zur Ruhe komme. Ne, er versucht ja, sich zu beruhigen. Nein, du brauchst hier nichts zu markieren und um dich noch mehr zu bestärken. Du darfst schnüffeln, dich beruhigen, aber nichts markieren. Weil das wird dann noch schlimmer. Dann fühlt er sich noch mehr bestätigt und hat einen Auftrag. Ja, das wollen wir gar nicht. So, ich habe mir gerade eine Ecke rausgesucht. Ihr seht schon, was ich in der Hand habe. Ja, nicht alle, aber die meisten wissen das. Ich ziehe meinen Handschuh aus. Wir sehen uns gleich in Teil 2. Bis gleich.